Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Königreich der Illusionen. Dieses Mal spielen wir die Mission Herr der Ebene, nachdem wir das letzte Mal die Mission Herr des Waldes gespielt haben. Dafür brauchen wir drei aktive Marschälle. Kaiba hat jetzt die Bikuri-Box, den Zombie-Drachen und den dunklen König des Abgrundes bekommen. Pegasus hat ab nun die Magnetkrieger unter seiner Kontrolle, die sich langsam selbst wehren können sollten. Und hier haben wir die dunkle Chimäre, den Mitternachtsgeist und Ryukishi Macht auf dem Labyrinth Ruler. Alle diese Teams werden benötigt in der Mission. Also auf geht's, Start. Wer könnte nur der Herr sein? Jeder, der dieses Gebiet betritt, bekommt es mit mir zu tun. Kaiba, bist du nicht der Geschäftsführer der Kaiba Corporation? Ja, das stimmt, aber dich kenne ich nicht. Sie würden mich kennen, wenn ich beim Battle City Turnier nicht so früh rausgeflogen wäre. Ich habe mir schon immer gewünscht, Sie herauszufordern. Und wer verliert, muss für den anderen arbeiten. Sind Sie bereit? Interessant, ich nehme deine Herausforderung an. Siege, die Truppen von Kaiba besetzen Ruinengrad. Niederlagen, das Team von Kaiba wurde vernichtet. Oder Stangords fällt in feindliche Hände. Oh, ich verzweifle irgendwann mal diesen Namen. Auf geht's, wie Kuribox von Kaiba, ab nach Norden mit dir. Hier bauen wir sofort mal eine Boden. Abwehrkanone, denn unsere Magnetkrieger werden in der Stadt bleiben. Und der Herrscher des Labyrinths macht sich auf den Weg in die Stadt im Südwesten. Damit sind wir schon mal gut verteilt und jetzt müssen wir nur darauf warten, dass die feindlichen Marschälle ankommen. Wenn wir uns die allerdings schon wieder angucken. Oh, Urabi-Panzerex und Babydrache. Urabi-Panzerex und Babydrache. Urabi-Panzerex und Babydrache. Urabi-Panzerex und Babydrache. Überall. Und was hat Rex Raptor? Urabi! Warum hat er überhaupt Urabi im Team? Schon wieder genauso schlimm wie in der Mission gegen Weevil. Eigentlich sogar noch viel schlimmer. Wieder nur Klone. Überall und nur Klone. Wollen die einfach nicht, dass man dieses Spiel hier weiterspielt? Hat man sich absichtlich nachher keine Mühe mehr gegeben oder was? Ich verstehe es wirklich nicht. Als gäbe es nicht genügend andere Monster, die man einsetzen könnte. Dieses Spiel hat hunderte von auswählbaren Viechern. Und was ist? Klone um Klone um Klone. Ey, wir haben in dieser Mission hier zig Tonnen, Dutzende Marschälle. Und wir haben insgesamt fünf verschiedene Monster, die sie mit sich rumschleppen. Ja, die Abwehrkanone ist so gerade eben fertig geworden und schon hat unser feindlicher Marschall hier vorne Schaden genommen. Ganz kurz bevor er unsere Magnetkrieger zum Kampf fordern konnte. Labyrinth Ruler gegen Soldier. Scheinbar hat der Labyrinth Ruler es so gerade eben schneller an sein Ziel geschafft. Das habe ich jetzt nicht wirklich erwartet, aber interessant. Gute Arbeit. Ja, dann dunkle Energie. Dann schauen wir mal, dass er hier vorne frisch gestärkt. Dieses erste Team aus Urabi, dem Babydrachen und der Kampfkunstklauen nutzenden Panzerechse besiegen können. Na, immerhin kämpfen auf unserer Spielfeldseite massig verschiedene Monster, sodass wir nicht jedes Mal absolut und wieder den genau gleichen Kampf kämpfen müssen. Das Vergiften können wir ja auch mal sinnvoll ausnutzen. Wir haben ja tatsächlich mal kein paralysierendes Team hier, einfach nur ein übliches, altes, starkes Team, das unglaubliche Zerstörungskräfte besitzt. Und natürlich die Macht von lila Kristallen und dunkler Energie. Ja, rote Medizin muss zwischendurch mal wieder benutzt werden und dann gucken wir, dass auch der Babydrache fällt. Nochmal blaue Medizin auf unsere Leute, damit wir voll geheilt sind. Das ist wichtig. Und Babydrache erledigt. Sieg! Level hoch für alle unsere Leute. Ktutamon, irgendwie sowas in der Richtung, wurde befreit. Und es geht weiter. Ho, ho, Entschuldigung mal, Leute. Ihr seid doch diese Rebellenarmee, oder? Es ist die Tigeraxt. Ich bin hier ziemlich bekannt in dieser Gegend und es gefällt mir gar nicht, wenn hier jemand vorbeikommt, ohne vorher zu fragen. Nächster Kampf, Labyrinth Ruler gegen zweimal Bergkrieger und die Tigeraxt. Ohne irgendeine Vorwarnung. Tja, übermäßig mächtig sind sie natürlich nicht. Wenn man jetzt allerdings nicht mit diesem Kampf hier gerechnet hat und ein stark geschwächtes Team hatte, kann schon mal passieren, dass man hier ganz schnell ausgelöscht wird bei so einer fiesen Falle. Ja, dann stärken wir unsere Leute erstmal wieder und dann gucken wir natürlich, dass wir als allererstes die Tigeraxt beseitigt kriegen. Die beiden Bergkrieger sind sowieso nicht die größte Gefahr und haben sowieso nur noch zwei Aktionspunkte übrig. Kriegen wir noch Sturmstöße ab und die letzten Zwillingsgiftklauen. Da ist die Tigeraxt auch schon gefallen. Gute Arbeit, Team. Ihr habt es geschafft. Ja, dann vernichten wir die beiden Typen drumherum auch noch. Die
XP können wir auch noch einstreichen dafür, dass wir die besiegen. Warum auch nicht? Und das war's dann. Wir haben dieses Überraschungsteam mal ebenso nebenbei mitvernichtet und kriegen dafür noch ein paar Level. Ah, sehr beeindruckend. Oh, dann werde ich Ihnen wohl helfen müssen. So kann ich meine unhöfliche Vorstellung von ihm wieder wettmachen. Chef, sagen Sie mir einfach, was ich machen soll. Das war mein schneller Wechsel. Tigax ist in deine Armee eingetreten. Ja, ne, das war, wie gesagt, nicht sonderlich schwierig. Hier unten war allerdings schon der zweite Kampf mehr oder weniger im Begriff stattzufinden. Also, ein geschwächtes Team aus Urabi, der Echse und dem Babydrachen kämpft gegen unsere drei Magnetkrieger. Sollte kein großes Problem darstellen. Wir sind ja inzwischen halbwegs stark, von daher sind es auch nur wenige Angriffe bis zur Vernichtung dieses Trupps. Jawohl, und wieder ein paar Level hoch. Und unser letzter Magnetkrieger Gamma hat endlich auch den nächsten Aktionspunkt erhalten. So, Labyrinth Ruler, dann mach du dich mal direkt auf den Weg zum nächsten Städtchen. Unten in der Stadt bleibt Pegasus stehen, bis der nächste Kampf stattfinden kann. Unterwegs können wir das Ryukishin Machtteam auch mal eben wieder mit Medizin hochheilen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob der Mitternachtsgeist großartig Schaden genommen hatte oder gar nicht. Ja, soweit so gut. Es gibt dann nur noch einen Kampf, den wir hier zu bestreiten haben. Mit diesem Marshall. Allerdings Kaiba hat noch mehrere vor sich. Es geht los. Unser dunkles Team aus der Bikuri-Box, dem dunklen König des Abgrunds und dem Zombie-Drachen, die alle leider keine paralysierenden Fähigkeiten oder sonstiges Interessantes haben. Das gilt leider nur für Bones-Zombie-Team, alles paralysieren zu können. Allerdings sind diese Monster hier trotzdem unglaublich stark und werden einiges für uns reißen können, besonders unter dem Einfluss von dunkler Energie und ähnlichen Items. Ach, wir haben sogar einen kritischen Treffer von dem Babydrachen abgekriegt, gemein. Glücklicherweise ist die Bikuri-Box ein Monster mit ziemlich vielen HP, dementsprechend hat es uns auch relativ wenig ausgemacht. Verschwindendes Flüstern drauf. Wir kriegen eine Kampfkunstklaue ab. Nicht so schlimm. Wir haben ja Höllenprozess auf unserer Seite sowie Abgrundkanonen, die deutlich stärker sind. Ein letztes verschwindendes Flüstern und damit hat Kaiba seinen ersten Kampf schon gewonnen. Level hoch für alle. Pling. Izerua wurde befreit. 600 Gold erhalten. Es geht direkt weiter mit Kaiba in die nächste Stadt nach Biskas. Klingt wie Katzenfutter. Ja, zwischendurch können wir natürlich wieder heilen, aber vorher hat der Labyrinth Ruler einen weiteren Kampf zu bestreiten. Wieder gegen das nächste Klonkrieger-Team. Diesen Kampf haben wir mehr oder weniger schon gesehen. Also gucken wir mal, dass dieser Kampf hier genauso gut ausgeht wie der letzte. Erstmal wieder dunkle Energie für unsere Leute, damit sie ordentlich Schaden machen können. Noch mehr dunkle Energie. Wir haben ja erstmal noch mehr als genug Aktionspunkte übrig. Da brauchen wir keine lila Kristalle, die weniger Angriff geben. Und dann kommen die Klauen und der Kraftstrahl. Weg ist der Babydrache und der absolute Schatten. Sehr viel Schaden für Urabi. Naja, zumindest halbwegs viel Schaden. Ich hatte eigentlich mit mehr Schaden gerechnet. Naja, okay. Nochmal, Zwillingsgift-Clown. Vielleicht hat er sich verteidigt. Ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Das wäre die einzige Erklärung, die ich momentan habe. Gucken wir mal auf den Schaden. Ja, er muss sich verteidigt haben. Ich habe es einfach noch nicht mitgekriegt. Kraftstrahl drauf und Zwillingsgift-Clown. Ein letzter absoluter Schatten. Das war's dann auch schon wieder. Sieg für uns. Level hoch für alle. Wir können glücklich sein, denn Futzxex irgendwie so wurde befreit. Jetzt können wir uns aber endlich heilen. Wir haben Zeit dafür. Blaue Medizin für unsere Leute. Wir haben auch noch die Seele des Obelisken in der Hinterhand. Können also immer noch einen Kampf einfach so für uns entscheiden, wenn wir möchten. Oh, und da ist er auch schon. Der nächste Soldat. Dieses Mal hat die Abwehrkanone nicht geholfen, da sie noch nicht wieder aufgeladen war. Wir müssen also einen normalen Kampf kämpfen. Der erste, den unsere Magnetkrieger ohne Tricks und doppelten Boden bestreiten müssen. Immerhin haben sie inzwischen einige Level gekriegt und auch alle wenigstens drei Aktionspunkte zur Verfügung stehen. Tja, dann heilen wir mal besser Better. Der ist auch unser stärkster Angreifer, was die Items her angeht, da er die meisten Ausrüstungen von uns bekommen hat. Die anderen haben mehr heilende Items und ähnliches bekommen. Okay, Urabi ist alarmbereit, das ist schon mal nicht schlecht. Dann gucken wir, dass wir möglichst viele Aktionspunkte rauskriegen und Fusion zu Valkyrion, dem Magnetkrieger. Magnetsäbel drauf. Wow, wunderschön. Er macht sich alarmbereit, weil er nach dem kritischen Treffer Angst gekriegt hat. Und Sieg für Valkyrion. Alpha, Beta, Gamma und Pegasus alle im Level gestiegen. Das war der letzte Kampf für die Magnetkrieger in dieser Mission. Ich würde sagen, sie haben sehr gute Arbeit geleistet. Jetzt muss nur noch Kaiba seine letzten beiden Ziele erreichen. Unglücklicherweise gehört die Bikuri-Box nicht zu den unglaublich schnellen Monstern. Bikuri-Box ist da eher so in der Mitte angesiedelt. Aber solange
langsam aber sicher sollte auch sie es irgendwie schaffen, die Kämpfe zu initiieren. Also, der letzte der Klonkrieger, endlich wurde auch Zeit, gegen den wir uns jetzt duellieren. Erstmal wieder dunkle Energie für unsere Leute en masse, sodass wir stark genug sind. Die Gegner werden ja, wie wir schon lange wissen, dadurch nicht gestärkt. Da kriegen wir noch einen wilden Biss ab und dann können wir langsam mal anfangen mit unseren Angriffen. Verschwindendes Flüstern. Ganz was Gefährliches. Kampfhundsklaue und Feueratem. Ja, ganz kleine Angriffe. Dann machen wir lieber noch eine dunkle Energie drauf. Und die Abgrundkanone. War natürlich ein Fehlschlag. Super. Aber jetzt verschwindendes Flüstern, das dann noch stark genug ist, um Urabi direkt auszulöschen, dank der letzten dunklen Energie, die wir noch eingesetzt haben. Ja, dann Höllenprozesse, Abgrundkanonen und natürlich verschwindendes Flüstern, bis unsere letzten paar Gegner auch ausgelöscht sind. 34 HP bleiben noch. Das war's mit dem finalen Klonkrieger. Dafür sind wieder alle unsere Leute im Level gestiegen und Biskas wurde befreit, 400 weitere Goldstücke erhalten. Nun haben wir nur noch einen letzten Laufweg vor uns zu Rex Raptor. Da können wir natürlich wieder blaue Medizin einsetzen und für diesen Kampf haben wir die Seele des Obelisken immer noch in der Hinterhand. Da müssen wir unser Team eigentlich gar nicht verheilen, aber wir tun es trotzdem einfach aus Prinzip. Warum sollten wir es auch nicht machen? Ja, dann können wir mal auf die automatische Folgenfunktion stellen. Das ist ein bisschen merkwürdig, wie das überhaupt gemacht ist in diesem Spiel. Das automatische Folgen stellt man nur ein, indem man erst Z drückt und dann R auf unseren Marschall klickt. Auf geht's nach Ruinengrad. Klingt wie eine russische Stadt. Der zweiköpfige König Rex, Urabi und Megasaula verteidigen hier vollkommen ohne irgendwelche Objekte. Vollkommen ohne Strategie oder sonstiges. Grrr. Die sind überhaupt nicht ausgerüstet. Warum nicht? Er ist immerhin der Boss dieser Karte. Und wir hatten ansonsten nur verdammte Klonkrieger. Andauernd immer wieder der gleiche Kampf gegen irgendwelche Marschalle, die uns sowieso nichts tun konnten. Und auch der große Boss sollte offenbar keine Herausforderung werden. Warum auch? Dann könnte es ja irgendwie spannend sein und wir könnten ja vielleicht einen Marschall im Kampf verlieren können oder eine Strategie ausdenken müssen. Hey, 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 die Dino-Truppe kommt vorbei. Ach, oder so ähnlich, ne? Kaiba gegen Rex Raptor, den Herr der Ebene, der uns mit einem wilden Biss angreift. Den haben wir noch nie gesehen. Wir bewirken mal kurz eine dunkle Energie, auch wenn wir sie eigentlich gar nicht brauchen, denn wir haben ja die Seele des Obelisken. Dino-Einschlag, ja, ne, nochmal lila Kristall, hier kriegen wir noch ein paar Aktionspunkte. Dann hat sich das Ganze super gelohnt, weil jetzt die Allhandzermalma gewirkt werden. Wir kriegen noch wilde Biss ab, das macht nichts. Wir sehen außerdem, dass der gegnerische zweiköpfige König Rex tatsächlich verdammt viele HP hat. Da kann man echt nichts gegen sagen. So dermaßen gestärkt wie dieses Viech ist, da weiß ich gar nicht, wie ich reagieren soll. Da können unsere ganzen Allhandzermalma kaum noch ausreichen, um ihn zu erledigen. Möchte man meinen, nein. Wir machen genug Schaden mit Obelisk und Level hoch für alle unsere Leute. Ruinengrad wurde befreit, 700 Gold erhalten. Verdammt, das hat ihn kein bisschen gestört. Das soll ein Angriff sein. Gesteh dir deine Niederlage ein und erspar dir weitere Prügel. Na gut, ich habe keine Alternative und wir kämpfen ja wohl eh für dieselbe Sache. Ganz genau, versuche mit mir mitzuhalten und komme nicht in die Quere. Jawohl, wir haben einen weiteren Marschall rekrutiert, 893 Gold erhalten und eine Polymerisation als Belohnung. Hey, da kriegen wir mal nützliche Items. Nachschublinie durch Trennen, Ausrufezeichen ist unsere nächste Mission. Kaiba ist jetzt stärker denn je und entschließt sich dem Reich durch die Eroberung einer wichtigen Basis im Norden einen schweren Schlag zuzufügen. Kaiba sucht sich dafür Fort Ruinen-Zamhut aus. Dieses Lager verbindet die Nordarmee und den Hauptteil der kaiserlichen Streitkräfte. Durch die Einnahme des Forts will Kaiba die Nordarmee von der Hauptstadt abschneiden und völlig vernichten. Aber er muss sich beeilen. Je länger der Kampf dauert, desto mehr Verstärkungen treffen aus der Hauptstadt ein. Dann werden Kaibas Pläne durchkreuzt. Deswegen sollten wir also schnell genug arbeiten. Aber was soll's, bis jetzt hatten wir mit der Zeit noch nie Probleme. Ja, natürlich ist auch Rexy mit dem Team beigetreten, das wir gerade eben vernichtet haben. Megasaula, zweiköpfiger König Rex und Urabi. Nicht wirklich interessante Monster für uns, aber hey, was soll's. Es gibt für Beast-Monster einfach keine ordentlichen Verstärkungen. Die sind einfach benachteiligt in diesem Spiel. Also speichern wir erstmal wieder an dieser Stelle und beim nächsten Mal werden wir dann die Nachschublinien durchtrennen. See ya!